von Abtreibung. Abtreibungen! Boah, Köpfe! Ah, Menschen! Hohlköpfe! Ey, kennst du schon das schwule Pferd? Dieser Kummer ist ja eigentlich auch schon Abtreibung in der Nähe. Oh Mann! Ist die Beine am Hals? Nein! Nein! Stopp es, ey! Jetzt mal ganz ehrlich. Stellt euch mal sie vor, ohne Sport-BH auf dem Trampolin. Und stellt euch nie mal vor, wie er sein Gehirn rausscheißt. Das Gehirn ist schon rausgeschissen, du Vogel. Ach so, deswegen... Ja, das hat er ja nicht mehr, das hat er doch gestern rausgeschissen. Ich hab nicht zugehört. So richtig... Aber er hat schon... Mit Dünnschiss, ne? Ich bin der Erdbändiger, ich kann ganze Berge bewegen. Was du bist ein Assi, das ist du. Er lässt alles fallen. Und Leute, das ist der Typ, der hat er erfunden. Und ich bin der Chef im Mandalay. Ne, also das ist der Typ, der Mandalay das Wort erfunden hat überhaupt. Und sich, das war nicht Farid Bang, das war auch nicht Kollega, das war er. Slipknot oder sonst wer? Slipknot hat das Wort überhaupt gar nicht benutzt. Ich weiß. Also mit Slipknot, ich mag keine. Nein, sag nichts gegen Slipknot. Oh. Sag nichts gegen Slipknot. Ich möchte abtreiben. Er will abtreiben. Ich will abtreiben und dabei deinen Kopf. Und dafür boah, ist der Alter. Einzige Schwule in seinem Bohr. Boah, leck! Weißt du was? Ich stecke deinen Kopf und stecke ihn in ihren Arsch. Und dann nimmst du wieder ihren Kopf und steckst in seinen Arsch. Richtig. Ah, oh, also bist du Hancock. Genau. Hancock. Genau. Der weiße Hancock. Mach bei mir mehr Hancock. Weil ich dann deine Kamera mit meinem Laserblick zerstöre. Schlechteste Mal der Brilltrick, denkt er, wenn Superman. Du denn? Nehme ich deinen Kopf und stecke in seinen Arsch. Nehme ich deinen Kopf und stecke in deinen Arsch. Nehme ich deinen Arsch und stecke in deinen Kopf. Wenn mein Kopf in ihren Arsch steckt, geht das nicht. Denk mal ein bisschen logischer. Zuschlagen. Wenn mein Kopf in ihrem Arsch steckt, dann kann ich ihren Kopf nehmen und kann in deinen Arsch stecken. Und dann kann ich seinen Arsch nehmen und seinen Kopf stecken. Mein Arsch! Du mein Arsch! Du kannst in seinen Arsch mit meinem Kopf stecken. Ja, das geht schon. Muss nur auch ein bisschen aufmachen. Alter! Dann hängt er so. Ich sag gerade nur Ich guck vor, wie das aussieht so. Fick dich, du Luna! Nur weil du dich gerne auf den Schalter übersetzen würdest, dann würde ich das halt verstraßen. Ah, du, ja. Vor allem in der Schalter. Nein, ich war gar nicht wissen, das ist gerade unangenehm. Aber welchen Kopf willst du in ihren Arsch reinstecken? Nein, seinen in ihren Arsch. Aber das ist doch aber größer unten. Ja, da kann ich meinen auch, bitte. Können wir auch die Einkaufswagen reinstecken? Können wir auch die Einkaufswagen reinstecken? Lasst meine Löcher aus dem Spiel. Ja? Lass du mich aus dem Spiel, da lass ich deine Löcher aus dem Keller. Oh, wo sind die denn im Keller? Max hat den Mond gefunden. Max, du Eierkopf. Warte. Du anstreng dich nicht. Oh, toll. Hey, guck mal, wie schön unser Hotel ist. Guck mal, wie schön unser Hotel ist. Guck mal, wie schön unser Hotel ist. Welches was ist das? Dieses Bier. Sieht aus wie Bier. Ja, für wen ist das? Für wen ist das? Von wem ist das? Wer trinkt bei uns? Wir trinken heute mit. Habt ihr das gekauft? Ja, wir schon. Die Jungs trinken heute was. Morgen haben Dennis hier Geburtstag, darf ihr auch? Geh doch mal jetzt, Alter. Dann musst du dich bewegen.